Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute hier an diesem wunderbaren Ort eingefunden haben und begrüße Sie zur ersten Online-Pressekonferenz für die 18. Rehab. Das ist die internationale Fachmesse für Rehabilitation, Therapie und Prävention. Sie findet im kommenden Jahr vom 23. bis 25. April hier in Karlsruhe statt. Mit rund 500 Ausstellern und 25.000 erwarteten Besuchern kann man die Rehab sicherlich als eine der bedeutendsten Leitmessen für Fachbesucher als auch für Menschen, die sich aus eigener Betroffenheit für Rehabilitation interessieren, bezeichnen. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind vielfältig und sind sicherlich interessant für jeden von uns. Neben vielen weiteren Bereichen, die Rehab abbildet, wollen wir uns diesmal dem gesellschaftspolitischen Thema Nummer 1, der Inklusion, widmen. Mit diesem ersten Rehab-Pressegespräch, welches auch online übertragen wird, möchten wir einige Aspekte zum aktuellen Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aufzeigen. Da wir uns hier in Baden-Württemberg befinden und Deutschland föderal organisiert ist, können wir exemplarisch Beispiele aus Baden-Württemberg zeigen oder auch aus der Pfalz, aus Rheinland-Pfalz, aber wir können nicht für ganz Deutschland sprechen. Angesichts vieler ungeklärter struktureller Probleme, personeller Engpässe sicherlich, finanzieller Fragen, wird das große menschliche Ziel der Inklusion, nämlich das gemeinsame Miteinander von uns allen, ohne Ansehen irgendwelcher Einschränkungen oder persönlichen Bedingungen, oft aus den Augen verloren. Viele Hindernisse türmen sich aus Unwissenheit, Ängste sind vorhanden und es gibt ganz viele technische und organisatorische Unterstützungsmaßnahmen, die dieses unnötig machen würden. Hier kann die Rehab als Marktplatz, als Raum für Austausch, für Kommunikation zur Aufklärung beitragen und die Kommunikation aller davon Betroffenen und Beteiligten untereinander und mit denjenigen, die von der Inklusion profitieren, unterstützen. Immer mit dem Ziel, nicht ohne uns über uns. Regelschulpädagogen als neue Besuchergruppe können auf der Rehab erfahren, dass sie mit ihren Ängsten nicht alleine stehen und welche Unterstützung es in Form von Hilfsmitteln und Dienstleistungen gibt. Denn Inklusion ist keine Aufgabe für einen Einzelnen, es geht nur miteinander und unter Nutzung aller notwendigen Ressourcen. Ohne Kommunikation geht es bei der Bewältigung dieser Generationenaufgabe nicht voran. Deshalb möchten wir mit dieser Runde den Startschuss dazu an diesem wunderbaren Ort machen. Wir haben für Sie interessante Gesprächspartner eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Linken die Messechefin der Karlsruher Messe- und Kongressgesellschaft, KMK, Frau Wirz. Dann begrüße ich links daneben Herrn Tobias David von Reha Südwest. Daneben die Therapeutin Jutta Retzer aus Pforzheim. Aus dem Bereich des Hilfsmittelvertriebs Frau Friederike Mönninghoff von Reha Vista. Und dann natürlich Anne-Sophie Perrin mit ihrer Mutter. Anne-Sophie kommt zu uns, um uns über ihre Art der inklusiven Beschulung bzw. über ihre Vorstellung von Inklusion zu berichten. Sie hat den Weg zu uns gefunden und wird heute erst einmal ein paar Worte an uns richten. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle an unsere Gastgeber, Herrn van Eickels und Frau Sauermost von der Lebenshilfe Ettlingen, Karlsruhe und Umgebung. Dankeschön, dass wir in diesen tollen Räumlichkeiten sein können. Sie sehen, Kindergarten heute ist anders, als wir das zum Teil erlebt haben. Und dies ist sicherlich eine wunderbare, lichtdurchflutete Vorzeigeeinrichtung. Es ist eine inklusive Kita, wobei, ich habe ja gerade gesprochen mit Herrn van Eickels, man das eigentlich gar nicht sagen sollte, denn es ist eine Kita für alle. Und das ist der Gedanke der Inklusion. Insofern haben wir einfach einen weiteren Aspekt des gemeinschaftlichen, inklusiven Miteinanders in dieser Veranstaltung. Herr van Eickels, was macht Ihre Kita zu einer besonderen Einrichtung? Was können wir von Ihnen lernen? Es ist ein bisschen vermessen, vielleicht andere hier belehren zu wollen. Was wir erfahren und schätzen und woran wir einfach unsere Freude haben, das ist die Vielfalt aller Kinder, die hier in diese Kita kommen, zu erleben und als Bereicherung zu erfahren für alle, die da sind. Die völlig selbstverständliche Art und Weise des Miteinanders in dieser Kita, in der nicht mehr unterschieden wird, wer hat hier ein Handicap, ein großes Handicap, ein kleines, wer hat einen ganz besonderen Bedarf, sondern wo man einfach bei allen Kindern schaut, was brauchen die,
Was hilft den Kindern, dass sie hier teilhaben können? Und da gibt es die unterschiedlichsten Herausforderungen. Die hängen auch nicht davon ab, ob das Etikett behindert jetzt an dem Kind klebt oder nicht. Es geht um den individuellen Blick auf die Kinder. Es geht um den Respekt und die Wertschätzung aller Kinder und um die Anerkennung, dass Vielfalt einfach selbstverständlich ist. Das ist das, was wir hier erleben, das, was das Team erfährt, was natürlich unterstützt wird, auch durch sehr gute räumliche und personelle Bedingungen. Hierfür sind wir der Stadt Karlsruhe auch sehr dankbar, die ganz entschlossen diesen Weg hier mitgemacht hat, die die Türen aufgemacht hat für diese Einrichtung, die leider einen gewissen Modellcharakter hat, weil es noch nicht überall so selbstverständlich ist. Wir versuchen anzustiften, Mut zu machen und wir sehen, da sind heute ganz viele unterwegs und vielleicht wird das irgendwann, hoffe ich, gar nichts Besonderes mehr sein, was wir hier machen. Vielen Dank, Herr van Eickels. Und eigentlich leiten Sie damit mit Ihren Worten direkt über zu unserer ersten Gesprächspartnerin. Ich begrüße besonders herzlich Anne-Sophie Perrin. Sie ist 13 Jahre alt, besucht eine Fördereinrichtung in der Pfalz und sie ist mit ihrer Mama gekommen und sie kommuniziert, das ist das Besondere, mit einer Augensteuerung. Wie die Technik funktioniert, wird uns im Nachgang erklärt. Erst wollen wir Anne-Sophie zu Wort kommen lassen. Inwieweit hilft dir dein Kommunikationsgerät im Alltag? Kannst du uns einen Schulalltag beschreiben? Erzähl uns von dir. Ich schreibe Klassenarbeiten mit dem Tobi. Ich kann Hausaufgaben machen. In der Pause höre ich Musik und spiele ich. Ich kann sagen, was ich will. Das alles konnte ich früher nicht. Ich bin so froh, dass ich den Tobi habe. Vielen Dank, Anne-Sophie. Das hörte sich schon famos an und normalerweise, wenn es nicht ganz so aufregend ist, schafft sie das auch ganz prima, das Gerät allein in Betrieb zu setzen. Aber jetzt ist es aufregend, warm und fremde Umgebung. Vielleicht darf ich dazu Frau Mönninghoff einfach bitten, uns die Technik zu erklären. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also Anne-Sophie kommuniziert mit einem Tobii C12. Der Kasten, den Sie hier unten sehen, ist die Augensteuerung. Und die Augensteuerung funktioniert über Infrarot und Kameras. Das heißt, die Augenbewegungen werden erfasst. Und ja, die Augensteuerung ist sozusagen die Maussteuerung. Das kann man sich so vorstellen. Anne kann zum Beispiel eine Tastatur einblenden auf ihrem Gerät und je nachdem, wie sie dann eben, wohin sie guckt, zum Beispiel auf das A, das wird dann nach einer bestimmten Zeit einfach ausgelöst. Also so wie wenn wir mit der Maus auf dem Computer einen Computer bedienen, dass sie sich das ein bisschen vorstellen können. Sie arbeiten bei einem Hilfsmittelvertreiber für Kommunikationshilfen. Und die Firma Rea Vista bietet einiges an, was man als absolut wichtig für die Inklusion betrachten kann. Welche Hilfsmittel oder welche Maßnahmen können Sie noch anbieten, um Inklusion, das heißt das gemeinsame Miteinander in Kitas, in Einrichtungen, im richtigen Leben halt zu unterstützen? Also das sind ganz verschiedene Bereiche. Das fängt an bei zum Beispiel Anbahnung von Kommunikation, Erlernen von Ursache-Wirkungsprinzipien, ganz basal erstmal über Taster. Es gibt sprechende Tasten, auf die man was aufnehmen kann, sodass zum Beispiel ein Kind am Morgenkreis in der Kita teilnehmen kann, erzählen kann, was es am Wochenende gemacht hat. Das geht dann weiter über nicht ganz so komplexe Kommunikationshilfen. Der Tobii ist sozusagen schon sehr Hightech. Da gibt es auch noch andere komplexe Kommunikationshilfen von Dynavox. Aber das ist eben immer je nachdem, was jemand kann und was jemand braucht. Das sind die Kommunikationshilfen. Also die Talker lassen sich zum Beispiel auch mit der Hand bedienen. Also es funktioniert nicht nur über Augensteuerung. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel für Menschen, die motorisch eingeschränkt sind
und beispielsweise kein Lichtschalter bedienen können oder ihre Musik nicht mehr selber anmachen können. Die Möglichkeit der Umfeldsteuerung, also die Möglichkeit, zum Beispiel Türen zu öffnen, Licht anzumachen über ein Gerät. Das funktioniert zum Beispiel auch mit dem Tobii, da kann man eine Umfeldsteuerung mit bedienen, sodass eben einfach wieder Teilhabe und eben auch ganz wichtig eine Selbstständigkeit und auch eine Selbstbestimmung wieder stattfinden kann. Und jemand einfach da wieder auch Bestimmung über seinen Alltag hat. Dann bieten wir auch Sachen an, zum Beispiel für alternative Arbeitsplatzausstattung, zum Beispiel jemand, der keine Maus bedienen kann. Es gibt Mäuse, die sich mit dem Mund betätigen lassen, also wo die Mausklicks sozusagen über Pusten und Saugen funktionieren. Es gibt spezielle Tastaturen, speziell geformt zum Beispiel, oder Tastaturen, die ganz leicht auslösen, für Menschen mit ALS zum Beispiel. Also es bezieht sich eben nicht nur auf den Schul- und Kita-Bereich, sondern auch, auch für die Erwachsenen. Zum Beispiel auch für Menschen, die einen Schlaganfall hatten und an Aphasie leiden. Dass da eben wieder eine Kommunikation hergestellt werden kann. Es gibt sogenannte sprechende Schreibmaschinen, wie den Lightwriter zum Beispiel. Das kann man sich wirklich so vorstellen, ist ungefähr so groß. Es funktioniert über Schriftsprache, man tippt es ein und dann gibt das Gerät es aus. Also ist nicht ganz so komplex wie der Tobii. Genau, und da bieten wir eben ganz viel an. Wichtig ist vielleicht bei dem Talker noch zu sagen, dass der sowohl über Schriftsprache funktioniert, als auch über Symbole und dass eben je nachdem, wie jemand besser kommunizieren kann, das eben auch nutzen kann und auch gerade bei der symbolbasierten Kommunikation gibt es eben auch trotzdem die Möglichkeit, also Sätze zu bilden. Das ist eben auch so angelegt, gibt so grammatikalische Strategien, das ist für die Schule eben auch ganz wichtig. Es ist angelegt auch auf Schriftspracherwerb zum Beispiel, also wenn jemand anfängt eben in die Schule zu gehen. Und es gibt auch spezielle Software, also Ann zum Beispiel nutzt auch Multitext. Das ist eine spezielle Software für die Schule, wo sie zum Beispiel mit Klassenarbeiten mitschreiben kann, wo die Lehrer in der Lage sind, Arbeitsblätter mit einzuspeichern. Ann hat mir vorhin gezeigt, zum Beispiel, ich nehme mal an, aus dem Fach Biologie, da ging es um Fische, also da konnte der Lehrer eben das Arbeitsblatt mit einspeichern und sie konnte an dem Test oder an der Klassenarbeit teilnehmen. Vielen Dank, Frau Mönninghoff. Wir bekommen gerade von online, das heißt von draußen herein, eine Frage. Und zwar, ob dieses Gerät zum Beispiel auch mit dem Internet angesichts neuer Techniken verbindbar ist. Der Tobii funktioniert mit Wi-Fi, genau. Das ist fantastisch. Sie sehen, die Vielfalt der angebotenen Hilfsmittel ist riesig. Und das ist jetzt der eine Bereich der Kommunikation unterstützenden und arbeitsanbahnenden Maßnahmen. Es gibt noch viel mehr Hilfsmittel und hierzu möchte ich am liebsten Frau Wirz befragen. Sie sind die Fachfrau als Chefin der Karlsruher Messe. Wir haben eindrücklich erfahren, wie technische Hilfen im Alltag funktionieren. Was erwartet uns im nächsten April auf der Rehab? Ja, zunächst erstmal freuen wir uns als Karlsruher Messe und Kongress GmbH sehr auf die nächste Rehab. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn seit über 35 Jahren mittlerweile ist die Rehab wirklich in Karlsruhe der Treffpunkt für Menschen mit Behinderungen, aber natürlich auch die Fachbesucher, seien es Therapeuten, sei es die Hilfsmittelindustrie etc. Und ich glaube, dass dieses Willkommen heißen in Karlsruhe was ganz Besonderes ist, denn auch unsere Architektur, unsere Messe spiegelt das genauso wider wie auch hier dieser wunderbare Raum, nämlich wir sind komplett barrierefrei und dafür auch ist das Messegelände Karlsruhe konzipiert und entwickelt worden, um dieser Rehab einen Raum zu geben. Willkommenskultur, sicherlich auch ein großes Stichwort aus der Inklusion. Deswegen ist es ganz toll, dass die KMK, die Karlsruher Messegesellschaft, hallo? Die Karlsruher Messegesellschaft hat mit der Übernahme der Rehab ihr Portfolio um eine bedeutende Leitmesse in der Gesundheitswirtschaft erweitert. Was bedeutet das für die KMK, für Karlsruhe und für die Rehab?
Ja, zunächst mal muss man, wenn man ein kleines bisschen in die Historie schaut, wissen, dass unser Haus eigentlich dafür gegründet wurde, seinerzeit 1949, um einen organisatorischen Unterbau für die Deutsche Therapiewoche zu sein. Und aus dieser Tradition heraus hat sich Karlsruhe schon lange etabliert als Standort für medizinische Fortbildung, für Therapie. Und das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder auch mit begleitet, mit betreut. Und die gesamte Gesundheitsökonomie, das ist ein sehr, sehr dynamischer Wachstumsmarkt. Und natürlich müssen wir auch hier in Baden-Württemberg einen Beitrag, ein Schaufenster leisten, auch für diesen Markt. Und dabei kommt der Rehab nicht nur der erste Gesundheitsmarkt, der ja ein Volumen von etwa 300 Milliarden Euro hat, sondern auch zunehmend der zweite Gesundheitsmarkt, also derjenige, wo auch dann privat investiert wird in Dienstleistungen, in Produkte, der kommt dann entsprechend zum Tragen. Und das Ganze äußert sich im Wesentlichen in den sogenannten Eigenveranstaltungen bei uns. Das sind jetzt die Ärzteseminare Karlsruhe, die eine große Therapie- und Fortbildungsveranstaltung sind. Da geht es um Neurologie, aber auch um arrondierende Themen. Über 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren sich hier alle Jahre auch in ihrem Fachwissen. Und neu und letztes Jahr erstmalig auf der Messe Karlsruhe auch zu sehen gewesen ist das Thema AAL. Das ist Ambient Assisted Living, also das heißt, wo wir Schnittstellen zwischen technologischer Forschung und auch entsprechenden Möglichkeiten zum selbstbestimmten Leben und Arbeiten sehen. Das sind in diesem Themenbereich, kommt das zusammen und das wird sich auch fortsetzen, nicht nur auf der Rehab nächstes Jahr, sondern auch in einem eigenständigen Kongress am 23. Oktober bei uns im Kongresszentrum. Daneben haben wir natürlich zahlreiche regelmäßige Veranstaltungen aus dem medizinischen Bereich bei uns auch zu Gast, ob das jetzt der rehabilitationswissenschaftliche Kongress war mit 1800 Teilnehmern oder auch die große Jahrestagung der Neurochirurgie, die nächstes Jahr auch anlässlich des Stadtgeburtstages bei uns sein wird, bis hin zu weiteren ausdifferenzierten Veranstaltungen, die jetzt wirklich ein Dutzend Veranstaltungen noch pro Jahr bei uns im Kongresszentrum auch ausmachen. Das hört sich nach einem deutlichen medizinisch-technischen Schwerpunkt an. Wie sind die Schwerpunktthemen bei der Rehab im kommenden Jahr gesetzt? Was erwartet die Besucher auf der Rehab? Welche neuen Aspekte sind dabei? Wir haben, um der Veranstaltung etwas mehr Struktur im Angebot zu verleihen, haben wir die einzelnen Hallen in Themenbereiche, in sogenannte Marktplätze untergliedert. Man kann das auch in unseren Broschüren ganz schön sehen, wenn Sie sich das mal anschauen mögen. Wir haben in der Halle 1 in Summe 7 Themenfelder ausgemacht. Da geht es um Aktivreha, es geht um Kinder- und Jugendrehabilitation, es geht aber auch nach wie vor um den Marktplatz Gehirn, der schon seit vielen Jahren auch eine ganz besondere Rolle spielt. Es geht aber auch nochmal um ein neues Cluster, medizinische Rehabilitation beispielsweise oder auch Therapie und Praxis. Hier sind auch führende Hersteller mit von der Partie, insbesondere in Halle 1. Ich ordne sie jetzt nicht den einzelnen Bereichen zu, aber das sind natürlich die großen Player der Branche, wie beispielsweise Otto Bock oder Rehability, Max Mobility, Alba Antriebstechnik und viele mehr. Das ist wunderbar. Ich begrüße noch einmal die Kolleginnen und Kollegen auswärts und bekomme gerade eine Frage zur Vielfalt der Hilfsmittel. Es wird gefragt, dass solche Kommunikationsmittel wie Ann-Sophie, sie benutzt, sicherlich auf der Rehab ausgestellt werden und viele andere Hilfsmittel auch. Und es wird gefragt, wie kann Inklusion weitergehen, wenn die technischen Hilfen da sind und es an den personellen Mitteln bzw. finanziellen Ressourcen scheitert. Das können wir bei der Rehab als meine Antwort sicherlich nicht beantworten. Wir können aber sagen, es gibt mutmachende Projekte, die können auf dem Rehab inklusiv Marktplatz vorgestellt werden. Wir können alle anfeuern, dazu offen zu sein, im Gedanken die Vielfalt zu begrüßen, die Andersartigkeit als normal anzunehmen. Und wir können bei der Rehab natürlich darauf hinweisen, dass nur beim Austausch miteinander diese Generationenaufgabe zu bewältigen ist. Denn wir haben 50 Jahre versucht zu separieren und zu diversifizieren. Und es wird sicherlich wahrscheinlich 20 bis 25 Jahre dauern, bis wir realistisch von einer inklusiven Gesellschaft aller miteinander und dann am Ende auch einfach nur noch von einer menschenfreundlichen Gesellschaft ohne das Sonderwort Inklusion sprechen dürfen. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Frau Wirz, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen zum Thema Rehab und bleibe jetzt in der Region Karlsruhe. Herr David, Sie sind Geschäftsführer der Reha Südwest Karlsruhe. Ihr Motto,
dieser gemeinnützigen GmbH ist Mut tut gut. Welche Möglichkeiten bieten Sie bei der Reha Südwest für Menschen mit Behinderung und wie mutig setzen Sie Inklusion um? Ja, die Reha Südwest ist ähnlich wie die Lebenshilfe Karlsruhe ein Selbsthilfeunternehmen, gegründet in den 60er, 70er Jahren. Damals ging es eben darum, überhaupt Beschulung, Förderung, Wohnen für Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Insofern hat man sich in dieses System natürlich hineinbegeben, aus dem wir heute ein Stück weit wieder heraus wollen. Als Selbsthilfeunternehmen möchte Mut tut gut natürlich sagen, du Mensch mit Behinderung, nimm dein Schicksal auch selbst in die Hand. Also warte nicht nur darauf, dass dir geholfen wird, sondern geh auch selbst los. Das war so diese Motivation der Selbsthilfevereine, unserer Selbsthilfevereine, die auch heute noch im Unternehmen dabei sind, zu stärken und Mut zu machen, loszugehen, eben nicht darauf zu warten, bis alle Rahmenbedingungen hundertprozentig erfüllt sind. Und so ähnlich ist es ja heute auch wieder. Die Reha Südwest war in Mannheim beispielsweise sehr mutig und hat dort mit dem Spastikerverein vielleicht bereits in den 80er Jahren eine Sondereinrichtung geöffnet für Nichtbehinderte. Das war aber wirklich ein Satellit, eines der wenigen Einrichtungen. Jetzt in den letzten 10 Jahren ist es uns gelungen, sämtliche sogenannten Schulkindergärten in Baden-Württemberg für Kinder mit Behinderungen zu öffnen. Für nichtbehinderte Kinder, auch die ganz Kleinen, die Krippenkinder sind dabei. Und wir nennen sie ganz bewusst inklusive Kindertagesstätten, weil ich glaube, es ist schon was ganz Besonderes, was dort so selbstverständlich, wie Herr von Eichels es auch beschrieben hat, vonstatten geht. Denn es wächst diese erste Generation jetzt heran von Kindern, die eben nicht mehr separat getrennt sind. Wir haben jetzt den ersten Jahrgang Krippenkinder gehabt, die jetzt als Kindergartenkinder schon damit groß geworden sind. Und das ist einmal für die Kinder toll, auch für die Kinder mit Behinderung. Aber es ist insbesondere auch, und darf man wirklich nicht vernachlässigen, diesen Aspekt, für die Eltern der Kinder mit Behinderung natürlich eine enorme Veränderung. Denn es entstehen jetzt Freundschaften zwischen Eltern mit Kindern mit Behinderung und ohne Behinderung. Und das war doch sehr, sehr schwer möglich, nur innerhalb der Schulkindergartenstruktur. Also von daher sind es ermutigende Beispiele. Und ich hoffe auch, dass wir eines Tages es nicht mehr extra dazu schreiben müssen. Aber solange es eben gilt, dieses Thema Inklusion voranzubringen und auch bewusst darauf aufmerksam zu machen, glaube ich, und deswegen machen wir es so bei der Reha Südwest, dass wir sagen, inklusive Kindertagesstätte, und wir wollen damit natürlich auch ein Zeichen setzen. Ich glaube, Zeichen müssen immer wieder gesetzt werden und auch mutige Zeichen müssen gesetzt werden. Sie sprachen von einer Inklusion andersherum und genau so soll es sein. Die Menschen sollen gegenseitig Rollenvorbilder gewinnen und jeder soll sehen, hier habe ich meine Stärke, da hat mein Gegenüber vielleicht eine Stärke und möglicherweise Hilfebedürfnis. Ich glaube, so ist das Leben miteinander und nur das ist das, was wir mit der Inklusion anregen können. Frau Retzer sitzt neben Herrn David. Sie betreuen Kinder und Jugendliche in Schule und Freizeit. Sie sind sehr aktiv in der Kommission Kinder- und Jugend-Rolli-Basketball im Jugendsport. Und Sie sind Therapeutin an einer Förderschule. Und Sie sind inzwischen in Regelschulen unterwegs. Wo begegnen Sie Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Alltag? Also die größte Schwierigkeit, die ich jetzt in den letzten 4 Jahren, seitdem ich auch, also ich bin in der Stammschule, das ist eine Förderschule für körperbehinderte Kinder, und wir haben vor 4, 5 Jahren eben auch eine Beratungsstelle, wo Eltern, die ihre Kinder eben nicht in Förderschulen beschulen lassen wollen, sondern eben in der Regelschule am Ort, im Dorf, dass ihre Kinder dahin gehen möchten, und wir beraten eben auch, welche Möglichkeiten A, der Förderung es gibt und auch wie funktioniert das, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Wo muss ich hin, wenn ich eine Beförderung organisieren muss? Wer entscheidet, wie hoch der Förderbedarf meines Kindes ist? Was muss ich tun, wenn ich eine Schulbegleitung möchte? Das sind alles Fragen und es sind leider auch meistens unterschiedliche Stellen, wo diese Anträge gestellt werden müssen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass die Eltern einfach völlig überfordert sind und nicht wissen, wer entscheidet jetzt für welchen Bereich. Die zweite Schwierigkeit ist eben die, ich sage ja, immer noch mangelhafte barrierefreie Zugänglichkeit der Schulen. Ich meine, das können wir natürlich nicht ändern. Wobei ich denke, also da muss man auch ein bisschen flexibel sein und das
ist an manchen Schulen funktioniert das toll, dann bestimmt die Schulleitung, also die Klasse 1, die ist jetzt einfach bis Klasse 4, zum Beispiel in der Grundschule, an denen ich am meisten tätig bin, sind jetzt einfach ebenerdig. Da gibt es, ich sage jetzt mal, da gibt es auch Schulen, da ist es alles ein bisschen zäh. Also das ist ein Punkt, barrierefreie Zugänge zu den Sporthallen. Dann ist es oft auch so, dass die Kinder mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren müssen. Das ist oft nicht gegeben, ne? Also wir haben ganz jetzt zum Beispiel bei uns in Pforzheim ganz wenig Niederflurbusse. Das ist oft ein Problem. Oft hat die Schule keine Sporthalle, das heißt, die Kinder müssen irgendwo hin befördert werden mit der Klasse. Also das sind so Schwierigkeiten, die es einfach momentan, ich sag mal, schwierig machen und wo dann einfach so eine gewisse Vorbehalte dann auch entstehen können. Was natürlich auch ein Problem ist, also das ist einfach auch, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, dass unser Schul- und Bildungssystem einfach auch zu leistungsorientiert ausgerichtet ist, was sich natürlich auch später in die Arbeitswelt mit hinüberträgt, einfach diese Kinder, die mehr Zeit brauchen, diese Zeit nicht bekommen. Aber das trifft natürlich nicht nur auf Kinder mit Förderbedarf zu. Es gibt viele Kinder, die unterschiedliche Talente haben und vielleicht in dem einen Fach flott sind und im anderen einfach nicht mitkommen. Insofern denke ich, diese Gedanken der Inklusion müssen immer wieder im Kopf erst bewältigt werden, bevor es dann natürlich mit ganz vielen Hindernissen sicherlich weitergeht. Sie sprachen davon, dass es in der Schule beginnt, in der Grundschule beginnt, aber es geht natürlich weiter ins richtige Leben, ins Alltagsleben, ins Erwachsenenleben, ins Arbeitsleben. Herr David, wenn Sie ganz kurz sagen könnten bei der Reha Südwest, wo setzen Ihre Ideen an? Wie läuft das Leben weiter für Menschen mit Behinderung miteinander? Wo wollen Sie hin bei der Umsetzung der Inklusion? Also ich und wir bei der Reha Südwest verstehen Inklusion, die UN-Behindertenrechtskonvention natürlich als gesamtgesellschaftlichen Entwicklungs- und Veränderungsauftrag. Sie haben das gesagt, es wird sicher einige Zeit brauchen, bis man da den Idealstand erreicht hat. Ich glaube, es ist wichtig, sich jetzt von diesen strukturellen Hemmnissen, die es überall gibt, Sie haben das auch angesprochen, personell, finanziell, bildungstechnisch, auch von der Haltung her nicht abschrecken zu lassen, sondern wirklich diese positiven Beispiele zu setzen. Und die gibt es ja. Es sind natürlich noch wenige im Vergleich, aber es gibt sie. Wir haben zum Beispiel im Wohnen eine sehr starke Entwicklung hin in das ambulant begleitete Wohnen, sodass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt mit einem wesentlich höheren Freiheitsgrad natürlich als in einer stationären Einrichtung einzeln wohnen können, also für sich ganz privat alleine oder auch in Wohngemeinschaften bis hin zu Wohngemeinschaften, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen. Das sind so Beispiele, glaube ich, die zeigen, dass wir eine Palette von Möglichkeiten brauchen. Also wir brauchen Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung und wir als Träger der Behindertenhilfe oder als Dienstleister. Wir müssen möglichst dafür sorgen, dass wir diese Palette, diese Auswahlmöglichkeit auch bieten können. Und so ist es im Wohnen im Moment, so ist es aber auch im Bereich Schule. Es gibt allein hier in Karlsruhe im Moment bei der Reha Südwest über 100 Schulbegleitungen mittlerweile, die es so vor 5 Jahren noch nicht gegeben hat. Also auch da eröffnen sich Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Möchte ich die Förderschule, die Sonderschule noch besuchen oder möchte ich eine Regelschule besuchen? Das müsste so nach meinem Verständnis die Ausrichtung der Träger sein. Also sehr genau hinzuschauen, wie sind die Bedarfe der Menschen selbst? Natürlich nicht mehr mit diesem Fürsorgeaspekt, den es noch in den 60er, 70er Jahre hatte, wenngleich ich sagen muss, dass natürlich für schwerst mehrfach behinderte Menschen da wird immer ein Anteil Pflege und auch Fürsorge dabei sein. Also es wäre jetzt sicher auch falsch zu sagen, wir brauchen hier keine Fürsorge mehr. Die Frage ist nur, mit welcher Perspektive und mit welcher Haltung gehe ich da dran? Und da gibt es sehr viele, der Fachbegriff sind personenzentrierte Konzepte und Methoden. Und die versuchen wir eben auch in unseren stationären Einrichtungen anzuwenden, dass wir wirklich sagen, wir machen mit dem einzelnen Bewohner eine Zukunftsplanung,
und schauen mal wirklich konsequent darauf, was möchte denn dieser Bewohner, um seine Lebensqualität in den einzelnen Bereichen zu verbessern. Das geht natürlich von der Kleidung übers Essen, über die Freizeitgestaltung, wie ist der Kontakt zur Familie. Durch all diese Bereiche geht das hindurch. Und ich denke, wenn wir diese breite Palette, diese Wahlmöglichkeiten eröffnen können, dann ist es ein Gewinn für Menschen mit Behinderung, aber dann ist es auch für die Gesellschaft ein Gewinn. Und das wären so die Nahziele, die wir verfolgen. Das hört sich doch schon ganz nach I have a dream an, fast am Ende. Denn schließlich wollen wir alle wählen, wir wollen alle teilhaben und wir wollen alle selbstbestimmt agieren. Und ich glaube, da machen Menschen mit Behinderungen in den unterschiedlichen Ausprägungen keinen Unterschied. Zum Thema Selbstbestimmung, zum Thema Freizeit, zum Thema, was machen wir noch außer zur Schule zu gehen und zu arbeiten, möchte ich noch mal Frau Retzer befragen, denn sie kann uns sicherlich auch Projekte vorstellen, das weiß ich aus eigener Anschauung, die schon super gut laufen, wo Inklusion eigentlich schon zwar nur noch eine Überschrift ist, weil das richtige Leben auch da ganz anders, sondern miteinander funktioniert, ohne Ansehen der Schwächen und Stärken der einzelnen Personen. Also wie Frau Hennemann schon gesagt hat, ich arbeite auch im Sportbereich, also ich seit über 20 Jahren arbeite ich ehrenamtlich im Deutschen Rollstuhlsportverband und betreue Kinder- und Jugendgruppen. Und ich muss sagen, da vor 20 Jahren schon habe ich die ersten inklusiven, damals hießen sie noch integrativen Angebote kennengelernt. Also das heißt, die Behindertensportverbände, die kümmern sich schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich um integrative, inklusive Angebote im Sportbereich, sei es jetzt im Freizeitbereich, sei es auch im Leistungssportbereich, wo eben Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben können. Beispiel, die deutsche Nationalmannschaft Rollstuhlbasketball, da spielen behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen auf internationaler und nationaler Ebene. Also das sind Beispiele, wo Inklusion schon sehr, sehr lange funktioniert. Da gibt es auch keine Diskriminierung, es gibt keine Vorbehalte. Das ist einfach so und das wird auch nie irgendwie als was Besonderes angesehen. Aus dieser, Entwicklung, aus diesen Projekten haben wir uns im Bereich Kinder-Jugendsport eben auch noch mehr, noch breitere Angebote entwickelt, bis hin eben, dass wir jetzt auch betroffene Menschen im Rollstuhl haben, Sportler, die jetzt auch Schulprojekte durchführen. Das heißt, wir gehen, sie können uns anfordern, sage ich jetzt einfach, wo diese Menschen im Rollstuhl in die Schulen gehen und eben Sportarten vorstellen, nicht nur natürlich die Sportart vorstellen, sondern eben auch einfach so diese Barrieren im Kopf abbauen, ein bisschen mehr zu sensibilisieren, welche Bedürfnisse haben Menschen mit Behinderung, was macht sie aus, was ist das Besondere und dass man trotz allem, trotz aller Unterschiedlichkeit, aber ganz viel gemeinsam erleben kann. Gemeinsames Erleben, denke ich, bekommen Sie hier auch mit. Im Hintergrund ist der normale Nachmittagsbetrieb. Die Kinder nehmen sich sicherlich in Acht. Es wird wunderbar gebacken. Die draußen sind, können diesen herrlichen Geruch nicht aufnehmen. Aber wir können das genießen. Und deswegen frage ich auch ganz gerne noch zum Abschluss, die Ann-Sophie noch einmal. Wir Großen reden von Inklusion. Und wie sieht dein Alltag aus? Was könntest du dir vorstellen? Was würde dir Spaß machen in deinem Schulleben? Das ist die Technik und die Wärme. Aber wir probieren es einfach mal weiter. Ich denke, Geduld im Miteinander ist auch etwas, was wir alle lernen können und von dem wir profitieren können. Ann-Sophie hat sich vorbereitet und ich bin sicher, das wird noch was.
Wenn mit solchen Talkern in der Schule gearbeitet werden muss. Das Schreiben mit dem Tobi ist für mich mühsam und ich brauche viel Zeit. Die anderen müssen viel Geduld haben. Der Tobi ist sehr teuer und kompliziert. Ich wünsche mir jemand, der mir hilft. Vielen Dank. Auch das trifft die Beschreibung von Herrn David und auch Herrn von Eickels. Schulbegleitungen sind sicherlich ein Bestandteil. In kleineren Schulklassen mit zwei Pädagogen muss gelernt werden. Ich glaube, so kann Schule funktionieren. Möchtest du uns noch etwas sagen oder war das jetzt ein begeisterter Ton, der sich ergab? Okay, Sie sehen, viel Arbeit ist das Schreiben mit dem Tobi. Man muss sehr konzentriert sein und es ist viel anstrengender, als wir Menschen, die einfach nur schreiben und sprechen, uns das vorstellen können. Frau Wirz, Sie haben eine Schirmherrin bereits gefunden. Sie haben das Projekt Rehab inklusiv auf der Rehab. Wie geht es weiter? Ja, zunächst einmal habe ich vorhin schon so ein bisschen den Geist beschrieben, den auch die Rehab prägt. Es ist nicht nur einfach eine schnöde Ausstellung, sondern es ist eine Begegnungsstätte. Und deshalb haben wir schon vor vielen Monaten, als wir die neue Rehab konzipiert haben, überlegt, wie oder welche Themenschwerpunkte wollen wir auch setzen. Und wir sehen Inklusion als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich nicht nur auf diesen schulischen Bereich hin auswirkt, sondern es ist eigentlich ein Thema, was über alle Gesellschaftsbereiche hinaus neu gelebt und entdeckt werden muss. Und wir haben vorhin gesprochen von Eltern, die das Thema Inklusion erleben. Wir haben es von den Kindern selbst gehört. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal betonen, wie bereichernd das ist auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler, die neue Erfahrungen machen, auch im Umgang mit Kindern, mit anderen Fähigkeiten, so will ich sie nennen, weil das ist eine ganz große Bereicherung auch für die Schülerinnen und Schüler, die das erleben dürfen. Und insofern glaube ich, wenn es uns gelingt, auch in Zukunft diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirklich von klein auf Kindergarten zu begleiten, dann kommen wir tatsächlich in diese Lage, gar nicht mehr von Inklusion zu sprechen, sondern von gesellschaftlicher Normalität. Und ich glaube, die Karlsruher Messe kann dazu auch einen Diskussionsbeitrag leisten. Sie haben mich noch gefragt in Sachen Schirmherrschaft, Frau Hennemann. Und da freue ich mich ganz besonders, dass nach einigen Telefonaten mit Berlin wir jetzt die schöne Nachricht bekommen haben, dass Frau Bentele, sie ist die Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Bundesregierung, nicht nur die Schirmherrschaft zugesagt hat zur Veranstaltung, sondern sie wird auch persönlich nach Karlsruhe kommen, um sich ein Bild zu machen, um Eindrücke zu sammeln. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz besonderer Beweis dafür, dass wir hier, wie gesagt, nicht nur eine Ausstellung mit Produkten hinkriegen, sondern dass wir hier ein Ort der Begegnung und der Erfahrung sind. Und deshalb sage ich herzlich willkommen auch Frau Bentele zur Messe in Karlsruhe. Vielen Dank, Frau Wirz. Ich möchte eigentlich nur noch mal allen hier danken auf dem Podium und ein wenig zusammenfassen, dass wir doch von mutmachenden Beispielen gehört haben. Wir haben kritische Wahrnehmungen aufnehmen müssen. Wir haben von technischen Problemlösungen erfahren und von dem gesamten großen Angebot der Rehab, was vor allem auch darin besteht, in Austausch zu kommen, als Podium für Gespräche, für Kommunikation. Die umfangreichen strukturellen Probleme können wir nicht lösen, wir können aber die Kommunikation vorantreiben und die Menschen zusammenbringen. Und das ist sicherlich eine Hauptaufgabe einer Messe in heutiger Zeit. Es geht nicht nur um Verkauf, Absatz und Werbung für Produkte. Eine Messe ist ein Marktplatz im wahrsten Sinne des Wortes und ein Marktplatz dient immer auch dem Austausch. Wir hoffen, dass wir bei der Rehab zeigen können, dass die Inklusion die Menschen zusammenbringen kann, und zwar ungeachtet ihrer Stärken und Schwächen, und dass eben wir als Rehab-Messe dort in Karlsruhe zeigen können, dass die Chance für Vielfalt da ist, wenn wir alle offen dafür sind und sie bereit sind anzunehmen. Ich freue mich auf Ihre weiteren Fragen und Anregungen vor Ort und habe auch online schon ein oder zwei Fragen hereinbekommen. Vielleicht jetzt erst persönlich vor Ort jemand Fragen von Ihnen? Niemand? Dann würde ich gerne auf eine Frage eingehen, die sicherlich bei der Betrachtung des Hilfsmittels von Ann-Sophie den ein oder anderen von uns bewegt. Computer gehören zu unserem Leben. Sie werden als Computer erst einmal etwas günstiger, aber in besonderer Ausstattung, in besonderer Ausrichtung ist das immer ein sehr individuelles Hilfsmittel und wird deswegen auch immer relativ viel Geld kosten. Frau Mönninghoff, wie sehen Sie
die Wandlung von normalen Computern, von Pads, von solchen Hilfsmitteln für mit dem Umbau für Menschen mit Beeinträchtigung? Also es ist so, dass sich das natürlich auch oder die Entwicklung im Computerbereich sich natürlich auch auf die Talker auswirken. Es ist so, dass diese Geräte speziell sind und für immer teurer bleiben werden als normale Computer. Deswegen unterstützen wir nämlich zum Beispiel auch dann bei dem ganzen Prozedere der Hilfsmittelbeantragung. Also in Deutschland laufen die Geräte ja über Krankenkassen, sodass wir da eben dann bei der Betreuung und bei der Beratung auch unterstützen. Aber es wird kein Massenmittel werden, das glaube ich nicht. Sie haben gleich die zweite Online-Frage beantwortet. Kostenträger für individuelle Hilfsmittel sind immer die Krankenkassen. Wenn es um Pflegehilfen geht, können es natürlich auch Pflegekassen sein. Um Berufsintegration gibt es halt Integrationsämter. Aber grundsätzlich das individuelle Hilfsmittel, wie hier so ein Talker, wird von der Krankenkasse getragen. Die nächste Frage ist von der FAZ. Inwieweit registrieren wir auf der Messe einen wachsenden Bedarf am Thema Rehabilitation in den letzten Jahren? Frau Wirz, möchten Sie dazu etwas sagen? Sicherlich kann man sagen, dass der nochmal auf die ökonomischen Zahlen eingehend, dass natürlich der Gesundheitsmarkt an sich wächst, dass aber hier der rein faktische Anteil an den Ausgaben für Rehabilitationsmaßnahmen und Hilfsmittel recht konstant geblieben ist. Das leitet über zum Thema zweiter Gesundheitsmarkt, sprich inwieweit ist der Betroffene, sind seine Angehörigen und auch das familiäre Umfeld hier diejenigen, die letztendlich auch da natürlich einen Großteil auch dieser Individualisierungsanpassungen tragen. Und insofern, ja, ich glaube, wir erleben ein immer facettenreicheres Angebot. Auf der einen Seite, der Markt differenziert sich auch immer weiter aus. Gleichzeitig werden dadurch die Möglichkeiten für die Menschen mit Behinderung auch sehr viel individualisierter, angepasster. Ich glaube, das sieht man auch gerade sehr beispielhaft auch an der Kinder- und Jugendrehabilitation. Dass es dort ganz, ganz neue und auch auf diese Zielgruppe hin zugeschnittene Produkte begibt. Also das heißt, wir sehen eine Vertiefung des Sortimentes, eine immer stärkere Anpassungsfähigkeit, aber auf der anderen Seite eigentlich ein relativ stagnierendes Budget. Das sind die nächsten Fragen, die uns auch online reingegeben wurden. Es wird gefragt nach dem Anteil der Kinder- und Jugendrehabilitation. Und da ich als Medizinjournalistin auch die Fördergemeinschaft Reha Kind betreue, kann ich nur sagen, der Anteil der Kinder- und Jugendreha an den Gesamtgesundheitskosten ist wirklich verschwindend gering. Es sind 0,03%. Und diese Zahl bleibt in etwa bestehen, weil es sind natürlich weniger Kinder, die geboren werden einerseits, andererseits werden mehr Kinder mit Handicap zum Beispiel im Bereich der Frühgeburten und so etwas ins Leben geholt und bleiben bei uns und müssen dann natürlich nachträglich auch versorgt werden mit Therapien und Hilfsmitteln. Insofern ist der Bereich Kinder- und Jugendreha sicherlich nicht der Hauptbereich der Reha, der Rehab in Karlsruhe, aber es ist ein Markt mit ganz viel Zukunft. Denn diese Kinder und Jugendlichen leben mit uns, sie werden älter, als sie früher wurden und sie haben natürlich besondere Bedarfe, um eben in dieser inklusiven Gesellschaft bestehen zu können. Dann kommt noch eine Frage nach den Qualitäten der Hilfsmittel. Die Hilfsmittel werden immer toller, wird dort beschrieben, sie werden immer mehr ausgefeilt. Und die Kostenträger probieren natürlich andererseits immer mehr das Budget zusammenzuhalten und sind mitunter auch durchaus restriktiv. Gibt es da von Ihrer Seite vielleicht Erfahrungen, positive, negative? Darf ich die Frage vielleicht an Frau Retzer geben? Ja, also es ist tatsächlich so, dass Gott sei Dank so, dass der Kinderbereich oder der Reha-Bereich für Kinder noch von den Krankenkassen, ich sage jetzt mal sehr wohlwollend, versorgt wird. Aber wir erleben jetzt doch zunehmend, dass es zum Beispiel Festpreise für Rollstühle gibt, wo einfach, ich sage jetzt mal 2.300 Euro für einen Rollstuhl und nicht mehr das individuelle Hilfsmittel an sich bezahlt wird. Ich erlebe, dass wir
ich als Therapeutin immer mehr Stellungnahmen schreiben muss. Also es gibt dann diese Einzelfallentscheidung. Das heißt, ich muss begründen, warum dieses Kind mit diesem Handicap eben ausgerechnet dieses Modell mit diesen Funktionen und mit diesem Zubehör benötigt, um eben diese Behinderung auszugleichen oder eben um eine Verschlimmerung zu verhindern und diese Gesetzesvorlagen aus dem SGB V eben einfach auch zu erfüllen. Dazu vielleicht noch ergänzend die weitere Nachfrage. Einerseits wird in Deutschland die Medizintechnik als Jobmotor, als Innovationsmotor sehr hoch gehalten und auch sehr gelobt und von allen Politikern für ganz toll befunden. Andererseits werden die Hilfsmittel immer restriktiver genehmigt und somit die Innovation gebremst. Aus diesem Dilemma kann man eigentlich auch nur durch Austausch kommen und deswegen wird die Rehab im kommenden Jahr auch ganz offen auf Kostenträger aus allen Bereichen zugehen und diese einladen, sich selbst ein Bild zu machen. Zum einen von den Bedarfen und Bedürfnissen und zum anderen von den technischen Möglichkeiten, die eine solche Messe liefern kann und die es für die Hilfsmittel gibt. Und ich glaube, wer genau hinschaut, wird sehr schnell sehen, dass Hilfsmittel und Rehabilitation eigentlich kein Luxus ist, sondern dass es etwas ist, um gemeinsam und selbstbestimmt teilhabend miteinander leben zu können. Gibt es sonst noch Fragen von Ihrer Seite? Von außen gibt es auch keine. So bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag in wunderbarer Karlsruher Sonne.